Hallo, willkommen zurück zum Arbeitsblatt Strahlensatz. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Thema Scheitel- und Parallelwinkel. Beginnen wollen wir mit dem Scheitelwinkel. Einen Scheitelwinkel hat man genau dann vorliegen, wenn zwei Geraden sich einander schneiden. Man sagt hierzu, dass die gegenüberliegenden Winkel jeweils gleich groß sind. Alpha ist einerseits hier, als auch gegenüber hier. Beta ist einerseits hier oben, andererseits auch gegenüber hier unten. Beweisen kann man dies mit den Winkeln von Geraden. Also ich argumentiere dies, indem ich sage, okay, ich weiß, bei einer Geraden habe ich 180 Grad. Also Alpha plus Beta ist in diesem Fall 180 Grad. Andererseits kann ich auch hier bei dieser Geraden 180 Grad messen und nehme jetzt an, dass ich Beta weiß. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie groß muss der andere Winkel sein, damit ich auf die 180 Grad komme? Natürlich wieder Alpha. Somit habe ich gezeigt, dass Alpha einerseits hier drüben liegt, als auch gegenüber hier drüben. Und genau so kann ich auch den Winkel Beta argumentieren. Man sagt dann, dass Alpha und Beta supplementiert sind, eben wenn Alpha und Beta zusammen 180 Grad ergeben. Man nennt diese beiden Winkel dann auch Supplementärwinkel. Nun kommen wir zum Parallelwinkel oder auch Z-Winkel genannt. Einen Parallelwinkel hat man genau dann vorliegen, wenn zwei parallele Geraden von einer dritten Gerade geschnitten wird. Man erkennt hier oben, dass man hier wieder einen Scheitelwinkel vorliegen hat, da hier oben wieder zwei Geraden sich einander schneiden. Und man hat dann somit Alpha hier drüben, als auch gegenüber hier drüben. Beim Parallelwinkel wird nun dieser Winkel Alpha hier oben parallel in diese Einbuchtung da unten verschoben. Anders könnte man dies argumentieren, indem ich sage, dass diese beiden Geraden ja parallel sind und die dritte Gerade diese beiden Geraden ja im gleichen Winkel schneiden, im gleichen Winkel Alpha, der sowohl hier oben ist, als auch hier unten. Wir merken uns also, bei einem Parallelwinkel müssen zwei gerade Geraden durch eine dritte Gerade geschnitten werden und in der Einbuchtung von den einzuzeichnenden Z sind dann die Winkeln gleich groß. Als Gegenbeispiel nehmen wir zwei Geraden, die nicht parallel sind und merken dann, dass wir hier keinen Parallelwinkel vorliegen haben in der Zeichnung hier unten links. Da diese dritte Gerade die zwei nicht parallelen Geraden nun nicht mehr im gleichen Winkel schneidet und somit gilt, dass wir hier keinen Z-Winkel, keinen Parallelwinkel vorliegen haben. Wir merken uns also, dass wirklich die zwei Geraden parallel sein müssen und von einer dritten Gerade geschnitten werden müssen. Jetzt wenden wir dieses Wissen an einem Parallelogramm an. Die erste Aufgabe, die wir hier zu erledigen haben, ist, dass wir die Diagonale BD einzeichnen und danach erklären, warum die daraus entstehenden Dreiecke ABD und BCD kongruent sind. Kongruent bedeutet, zwei Dreiecke sind genau dann kongruent, wenn sie einerseits die gleichen Winkel haben und andererseits auch die gleichen Seitenlängen. Sie sind also somit deckungsgleich. Sie können genau aufeinander draufgelegt werden und kein Dreieck ist größer als das andere. Pausiert nun das Video und versucht die Aufgaben zu lösen. Wir kommen dann gleich zu der Auflösung. Zu der Auflösung. Wir beginnen zu Beginn die Gerade BD einzuzeichnen und wissen, dadurch, dass wir in einem Parallelogramm sind, dass die gegenüberliegenden Winkel bei den Eckpunkten A und C gleich groß sind, also Alpha. Und außerdem bezeichnen wir den Winkel hier unten mit Beta und wissen, dadurch, dass wir einen Z-Winkel vorliegen haben, da die Seite A parallel zu der Seite A hier unten ist,
sind die beiden Seiten parallel. Das ist auch eine Eigenschaft des Parallelogramms. Und diese beiden Parallelen werden von der Diagonalen AD geschnitten. Somit können wir hier unser Z einzeichnen und können sagen, dass wir in den Einbuchtungen den gleichen Winkel Beta haben. Somit gilt auch, dass hier oben der Winkel Beta vorliegt. Dadurch, dass nun die Dreiecke ABD und BCD zwei gleiche Winkel Alpha und Beta haben und eine gemeinsame Seite BD, können wir laut dem Seitenwinkel-Winkelsatz begründen, dass die beiden Dreiecke kongruent zueinander sind. Der Seitenwinkel-Winkelsatz sagt, wenn zwei Dreiecke eine gemeinsame Seite haben und zwei gleiche Winkel, dann sind auch die anderen Seitenlängen und die anderen Winkel gleich groß und die Dreiecke sind somit kongruent.